Kann ich natürlich nicht mitnehmen. Wie sollte es auch anders sein? Verdammt, meine Zeit wird gerade ein bisschen knapp. Ich muss gleich noch weg. Deswegen will ich jetzt mal fix gucken. Alter, wie soll ich denn da hochkommen? Scheiße, Mann. Hochschwimmen wie in Minecraft geht bestimmt nicht. Also den Wasserfall da hochschwimmen. So eine Art Wasseraufzug hier. Was ist denn mit hier? Mit dem hier? Nein, okay. Porta Momentana. Okay, dickes Tor. Kann man da nicht dran hochklettern? Ehrlich mal. Och man! Ich weiß ehrlich gerade, ich habe ehrlich gerade keinen Plan, ehrlich gesagt. Ehrlich mal. Oh, episch. Shit. Okay. Ich guck noch. Ah, natürlich. Okay, Borgia-Turm muss erst zerstört werden. Und ich kriege einen Anruf. Ich mach mal kurz auf Stumm. Bis gleich. Könnte ich meine Truppe bloß arbeiten lassen? So, da bin ich wieder. Einmal noch Tomaten bekommen. Ja, da kann ich leider noch nicht hin. Das heißt, als nächstes ist die Hauptquest dran. Was auch sonst. Das wird dann wahrscheinlich eine Mission sein, den Hauptmann da zu erledigen. Alter, jetzt hat er hier wieder seine Spackung, dass er immer rempeln will. Ja, okay, die mache ich, glaube ich, eben noch fix. Mal schauen, wie weit ich es schaffe. Den Templeraufseher eliminieren und die Karte finden, die Position einer von Leonardos Kriegsmaschinen. Die Söldner in einen Kampf schicken, okay. Dann hole ich mir mal die Söldner. Kommt mal mit. Den Aufseher töten. Der Hauptmann sagte. Jawohl, zwei geile Assassine hier habe ich wieder. Auch die haben gar keine Chance. Hab ich doch gemacht! Oh, nice. Karte vom Aufseher. Die Position der Kriegsmaschine wurde markiert. Okay. Cool. Und die ist ganz woanders wiederum. Ne, hier direkt hier hinter. Mal schauen. Wo ist sie denn? Ah, okay. Da geht's dann raus aus der Stadt. Ja, gut. Machen wir das mal, ne? Danach muss ich dann aber auch Schluss machen. Zeit wird langsam richtig knapp. Durchsuchen Sie den Abschnitt Borgia-Türme, um mehr Informationen darüber zu erhalten. Okay, da gibt es also auch ein paar Infos noch zu. Maschinengewehr. Okay, was war das gerade? Ah, die haben ganz viele Priester eliminiert und so. Vor Zerstörung der Baupläne niemanden töten, okay. Passt gut auf die Wache auf. Wir müssen sie in Sicherheit bringen, sollte irgendetwas geschehen. Halt! Oh. Gut, das dazu. Ich wurde entdeckt, alles klar, ich darf nicht entdeckt werden mal wieder. Flatsch, da blutet er gerade noch aus. Gut, ich würde sagen, die Mission machen wir einfach beim nächsten Mal dann doch.
sonst reg ich mich jetzt wieder nur unnötig auf. Oder was heißt unnötig aufregen, aber sonst würde ich mich jetzt nur wieder aufregen und ja. Das ist jetzt gerade unpassend. Also würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Ja, wir müssen eine der Kriegsmaschinerien zerstören, ohne entdeckt zu werden. Und niemanden töten, am besten. Wir müssen sie in Sicherheit bringen, sollte irgendetwas geschehen. So. Der dreht um. Das ist sehr gut. Aspetta, ich möchte mit euch reden. Uiuiuiuiuiui. Uiuiuiui. Drauf geschissen. Jetzt gibt's Tote. So, kriegt er erstmal eine Ladung hier ab von mir. Ah ja, genau. Ich kann ja auch den Sprunggriff-Geschichte hier machen. Uiuiuiui. Was macht der denn da? Hat er schon wieder hier diese Spackung mit? Oh, ein Ninja. Verschwunden im Nichts. Welche Richtung? Nein! Verdammt! Ist er da ein bisschen zu weit? Ach, halt's Maul, kannst mir eh nichts. Scheiße. Nur weil ich da fast runtergefallen wäre. Egal, jetzt habe ich einen Weg, den ich beschreiten werde, sag ich mal. Oh. Wir müssen sie in Sicherheit bringen, sollte irgendetwas geschehen. Ach so, jetzt habe ich nur noch drei, oder was? So, dir geht's nicht ganz so gut, Junge. Sehe ich gerade. Beruhigt euch doch. Was ist los mit euch? Hey, seid ihr wohl auf? Hopp, und wir sind oben. Und das bisher unentdeckt. Oh, jetzt habe ich gerade ein bisschen Frame-Einbrüche. Mal schauen. Wenn ich das verkack, habe ich verkackt. Oh oh. Und hopp, rein, rein! Geht doch. Meine Fresse nochmal. Zack. Umschalt drücken, ja, interagieren, danke.
Oh, das ging ja einfach. Alles klar, jetzt muss ich nur noch hier rüber. Oder was? Darf immer noch nicht entdeckt werden, darf ich? Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Naja, versuchen wir jetzt mal hier oben rüber. Jawohl. Das hat doch schon mal ganz gut geklappt. Hallo, runter. Spacko. Nehme ich zwar ein bisschen Schaden. Jawohl, okay. Die Lunte brennt, die Lunte brennt. Das haben sie auch besser gemacht, dass man das nächste auch noch immer sieht. Schick. Oh, sind wir ein bisschen tot? Ach, die wollen jetzt mit der zweiten Kopie davon entkommen, oder was? Ja los, Galopp! Wow! Alter Schwede, okay. Nicht schlecht. Alter, wie die damit einfach nicht zielen können, ne? Wow! Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich die erledigen soll. Ich würde mal sagen, hier lang ist ganz klug. Okay, es geht hier weiter runter, parallel praktisch dazu. Und jetzt sind wir wieder da. Und wir haben es geschafft, offenbar. Jawohl, das sieht doch gut aus. Zack. Zack. Ja. Mussten wir den da erstmal rauskriegen. Also den Kopf aus der Klinge. Mit dem Maschinengewehr entkommen. Er stiehlt die Waffe. Wow, fett. Juhu, das ist geil. Oh, wie die es mit Scharfschützengewehren versuchen. Bam. Keine Chance. Okay, weißer Bildschirm. Was kommt jetzt? Okay. Alter. Achso, toll. Bam, bam. Nice. Oh, ich habe sogar die Pferde am Leben gelassen. Weil ich zu awesome bin. Bam. Ja, die Pferde lasse ich hier im Normalfall sogar noch am Leben. Frechheit. Ja, genau. Solch Scharfschützen hier. Egal. Bam, bam. Alter, wie ich die weggenietet habe, hier umgenietet. Weggenietet. Double kill. Bam, bam. Na, du auch? Bam. Alter, das bockt gerade voll. Das finde ich voll geil. Na, von wo aus kommen sie jetzt? Ach, von da. Na. Okay, das Pferd hat sich wegteleportiert da eben noch.